Willkommen im Taekwondo Center Pankow. Heute also das Trainingsvideo für die neuen Kup. Also all diejenigen, die bereits die erste Prüfung hinter sich haben und nun den Gelbgurt anstreben. Ich werde heute 9 Übungen zeigen, die alle nacheinander auf die Prüfungsinhalte vorbereiten werden. Das ganze Training ist darauf angelegt, auf etwa 4 Quadratmetern erledigt zu werden. Das heißt, geh maximal einen Schritt vor oder maximal einen Schritt nach hinten und maximal einen Schritt nach links und rechts. Das ergibt bei großen Schritten etwa 2x2, also 4 Quadratmeter. Hier muss man eigentlich nicht freiräumen. Vielleicht ein bisschen mehr, um aufs Sicher zu gehen. Wir werden heute Techniken zur Chong, Techniken im Allgemeinen, Techniken für den Bruchtest üben, sowie Techniken für den Elbow-Therion. Wir fangen als allererstes mit den Chong-Techniken an. Ein kleiner Hinweis, bevor das eigentliche Video beginnt. Ich erwarte, dass sich alle vor dem Training ordentlich erwärmt haben. Die Erwärmung ist nicht Bestandteil des folgenden Videos, wird aber vorausgesetzt. Es bietet sich da natürlich die Taekwondo-Challenge an, die ihr um eigene Übungen noch erweitern könnt. Gerade die Dehnung ist nur mit einer einzigen Übung vertreten. Zusätzlich zum Spagat solltet ihr also auch die Grätsche und den Sitz noch ausführen, um euch genügend nach der Erwärmung zu dehnen und eure Muskeln, die leicht erwärmt sind, auch zu stretchen. Wenn ihr das gemacht habt, wünsche ich nun viel Erfolg den Übungen des folgenden Videos. Die erste Chong-Technik geht auf die Schwerpunkte der dritten Chong ein. Los geht's. Als allererstes geht's nach hinten zu der Tempelmagie. Dann ziehen wir die Hände an, zu einem großen Schritt nach vorn, Stich. Wir gehen zurück, ziehen das Bein an, Block. Und dann gehen wir nach vorn und machen den Block auf. Jetzt beginnt die Übung von vorn. Weit nach hinten, Handkantenblock, Stich, Kreuzblock vorbereitet, Doppelblock. Beide Hände nach hinten, Block, Stich, kurzer Schritt, Doppelblock. Weit nach hinten, Doppelblock, Stich, Kreuzblock bereit vor, Doppelblock. Viel Bewegung. Hanna. Tool, Set, Net. Noch einmal. Hala. Tool, Set, Net. Das Ganze jetzt von der Seite. Beginnen wir. Handkante, Doppelblock. 1. Stich 2. Drittens, Kreuzblock holt aus. Und Doppelblock. 4. Beide Hände nach hinten. Hanne. 1. Stich. Unten ausholen. 2. Antippen. 3. Block 4. Hanne. Tun. Set. Ne. Hanne. Tun. Set. Ne. Hanne. Tun. Set. Ne. Hanne. Tun. Set. Ne. Hanna Tool. Sechi. Hanna Tool. Sechi. Als nächstes die drei Techniken Hand und Fuß zur Wiederholung. Dazu müssen wir weit zurückgehen, weil wir nach vorne Fußtechniken ausüben. Geht also einen halben Schritt nach hinten und dann rechts zurück. Tschüss. Jetzt seid ihr am hinteren Rand angekommen. Als allererstes wieder nach vorn, Chokul, Fauststoß, zurückziehen, Hugul, Abschein. Noch einmal. 1, 2, Tja! Hanna, Handkante, Tun! Hanna, Handkante, Hier! 1, 2, Hier! Technik 1, Fauststoß, Abschein. Hier! Technik 2. Hintere Hand ausholen, wieder nach vorn gehen. Yoksulu.
Als nächstes, hintere Beine vorziehen quer. Toll, Chucky. Hier. Noch einmal wiederholen. Weit nach hinten gehen. Wir gehen nach hinten, halten Ausgangsposition. Als nächstes vorschieben in den Chongul. Yoksudo. Toll, Chucky. Der anderen Seite. Noch einmal. Hintere Hand ausholen. Yoksudo. Toll, Chucky. Ganz nach hinten gehen. Yoksudo. Toll, Chucky. Ganz nach hinten gehen. Yoksudo. Toll, Chucky. Ganz nach hinten gehen. Yoksudo. Toll, Chucky. Ganz nach hinten. Yoksudo. Toyo. Wieder nach hinten. Yoksudo. Toyo. Nach hinten. Hana. Tool. Und nach hinten. Hana. Tool. Nach hinten. Hana. Tool. Nach hinten. Technik 3. Kommt erst, wenn die anderen beiden zusammen ausgeführt sind. Machen wir also Technik 1 und 2 zusammen. Fauststoß, wieder vor. Chongul, tief stehen. Und zurück, abchecken. Technik 2. Yoksudo, Fuß nach vorne schieben, nicht vergessen. Und Kick. Abstellen. Jetzt kommt bereits Technik 3. Handkante, unteren Standfuß querdrehen. Bein hoch, Kier. Noch einmal, Fauststoß. Zurück, Kick, 1. Yoksudo, Kick, 2. Handkante, untere Beine umdrehen, Kick, 3. Noch einmal auf Anfang. Technik 1. Hier. Technik 2. Hier. Zurückgehen, Handkante, vorderen Fuß bereits umdrehen. Technik 3. Hier. Noch einmal auf Anfang. Hanna. Hier. Tool. Hier. Set. Hier. Noch einmal. Hanna. Hier. Tool. Hier. Zurückgehen. Umdrehen. Hier. Noch ein letztes Mal. Hanna. Hier. Tool. Hier. Umdrehen. Set. Hier. Steht. Paro. Machen wir das Ganze jetzt einmal nach rechts gedreht und einmal nach links gedreht. Nach rechts gedreht. Und wir gehen einen Schritt nach hinten. Rechts zurück. Chumi. 1. Hier. 2. Hier. Zurückgehen, zurückdrehen, 3, hier, abstellen, zurückgehen, 1, hier, 2, hier, 3, hier, und sofort zurück, 1, hier, 2, hier, 3, hier, wechseln. Einmal die Geschwindigkeit. Hier! 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 Stehen. Andere Seite. Wir gehen wieder ganz nach hinten. 1. Hier! 2. Hier! Umdrehen. 3. Hier! Noch einmal. Chumi. 1. Hier, 2, hier, 3, hier, und zurück. Das Ganze geht natürlich auch auf der anderen Seite, das ist dann die Steigerung, dass man es links und rechts kann. Los geht's, rechts zurück, noch einmal, Hanna, und 1, 2, 3, Hanna, Tool, hier, Set, hier. Stellen. Fauststoß. Hanna. Hier. Tool. Hier. Set. Hier. Handkante. Und wieder rechts. Hanna. Hier. Tool. Hier. Set. Hier.
Andere Seite, andere Faust. Hanna, zurück, Handkante, Kick. Tool. Kick. Andere Seite. Ja! Stehen. Das sind die beiden Seiten. Noch einmal links und einmal rechts. Los geht's. Jimmy. Up. Ja! 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 Einmal andere Seite. Rechts zurück. Jimmy. Up. Ja! Ja! Umdrehen. Ja! Links zurück, Usch. Ja! 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 Und als nächstes kommt der Fersendrehschlag dran. Dazu müssen wir ein bisschen auf die Bänkenverhältnisse achten und deswegen gehen wir als allererstes zurück. Rechts, Jimmy. Gleich das Bein drehen. Noch einmal. Wieder in der Mitte aufstellen. Jai, rechts zurück. Hier. Ausgangsposition 1. Hand anziehen. Arme zu. 2. Ganz umdrehen, Beine kreuzen. Hand ziehen. 3. Und jetzt das hintere Bein vorziehen und quer. Hier. Ziehen. 4. Noch einmal. Jimmy. Los geht's. Rechts. 1. Auf den Fuß achten. Anziehen, Hände kreuzen. 2. Umdrehen, Handkante 3. Und 4. Den Schwung der Handkante nutzen, um das Bein loszuziehen. 3 und 4 kombinieren wir. Jimmy. 1. Ausholen. 2. Umdrehen. 3. 4. Noch einmal. Jimmy. 1. Anziehen, 2, umdrehen, Schwung, 3, Kehr! Ja, noch einmal. 1, 2, 3, Kehr! So. Jetzt einmal nach rechts und dann noch einmal nach links. Los geht's. Wir gehen nach hinten umdrehen. 1. Geht ein großes Stück. Hand anziehen, nach unten. Hände schließen, Arme schließen. Umdrehen. 3. Hinterher ziehen. Hier! Noch einmal. 1. Fuß umdrehen. 2. Oberkörper geht rum. 3. Hier! Und abstellen. 4. Einmal, 1, 2, 3, 4, hier, abstellen. Einmal, 1, 2, 3, hier, Jimmy, ein letztes Mal. 1, 2, 3, hier, und stehen. Nach links. Jimmy. Wir gehen nach hinten. 1. Hand anziehen, Arme schließen. 2. Komplett umdrehen. Der Oberkörper ist vollständig gedreht. 3 und 4. Halten. Ja, nicht halten. Durchziehen. Jimmy. 1. 2. 3. Ja! Durchziehen. Jimmy. 1. Stehen, stehen, stehen. 2. 3. Ja! Und jetzt 3 und 4 zusammen. 1. 2. Ja! Jimmy. Hanna. Duel. Zack. Ja! Hanna. Tool set. Kia! Hanna, Tool set. Kia!
Noch zwei. Kia! Und noch eins. Kia! Jetzt der letzte Technikblock, drei Techniken Il Buterium, also Einschrittkampf. Den Angriff üben wir im Präsenztraining, jetzt machen wir nur die Verteidigung. Das heißt, Vorstoß auf die Nase muss von euch gedacht werden. Los geht's. Jimmy, Ausgangsposition. Ich mache die Übung erst vor euch frontal, dann zeige ich sie nach rechts und dann zeige ich sie nach links. Wir fangen an, indem wir ausholen, links unten und nach hinten gehen. Das ist eins. Block ziehen. Vordere Bein holt aus und räumt ab. Zwei. Dann Fauststoß. Drei. Gewicht wieder nach hinten verlagern. Kick. Vier. Schumi. Bewegen uns also immer zwischen hinten, vorne, hinten. Eins. Ausholen, rechts zurück, dann hinten bleiben, Block abräumen, dann drei, Faustschluss vor und hinten gehen, Kick zurück. Ich zeige es zur Übersicht, jetzt nach rechts. Kariert, schon wie, Hanna, ausholen, Block, weit nach hinten. Abräumen, Tool. Nach vorne gehen, Set. Und wieder nach hinten. Kia, net. Kick. Wie? Noch einmal. Wir gehen nach hinten. Gewicht bleibt hinten. Block. Das Gewicht bleibt hinten. Abräumen, Tool. Das ist die Schwierigkeit bei der Übung, das Gewicht hinten zu lassen. Dann gehen wir nach vorne. Set. Wir gehen wieder nach hinten. Und Kick, net. Nach hinten gehen, unten ausholen. Hanna, abräumen. Tool, Fauststumpf. Set, Kick, Kör. Jumi. Noch einmal. Hanna, Tool, Set, Net, Kör. Ein letztes Mal. Hanna, Tool. Ein letztes Mal. Hanna, Tool, Set, Net, Kia! Jetzt zeige ich es nach links. Jumi. Nach hinten gehen, unten ausholen. Hanna, abräumen. Tool, Faust, Set, nach hinten gehen, Kick, Net. Jumi. Hanna, Tool. Set, net, kör. Jimmy, Hanna, Tool, Set, net, kör. Jimmy, Hanna, Tool, Set, net, kör. Kombinieren wir jetzt. Eins und zwei zusammen, drei und vier zusammen. Hanna, Tool, Set, Net, Kör. Noch einmal, Hanna, Tool, Set, Net, Kör. Hanna, Tool, Kontrolle, jetzt nach vorne schieben, Faust zurück, Kör. Noch einmal, Hanna, Tool, Set, Net, Kör. Hanna, Tool, Set, Net, Kör. Ein letztes Mal nach vorn mit Geschwindigkeit. Jimmy. Hanna, Tool, Set, Neck. Up. Ha! Ha! Up. Ha! Der Angriff kommt, zurückgehen. Blocken, Faust, Kör! Zweimal noch. Up. Technik 2 im Il Buterium. Wir gehen jetzt in die andere Richtung zurück.
müssen also den rechten Arm unten ausholen. Ausholen. Block. Wir rollen wieder ab. Tool. Diesmal kommt die hintere Hand. Yoksudo. Mit der Innenhand durchziehen. Und der Fuß folgt. Kia! Das ist die Technik. Eins, zwei, drei. Kia! Chumi. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Kia! Eins, zwei, drei, vier. Kia! Eins, zwei. Wir gehen vor. Drei. Kia! Weit nach hinten gehen, damit niemand was trifft. Wirklich weit. Eins, zwei, drei. Kia! Der Abstand hier muss gut gewählt sein. Seht also zu, bis ihr am Anfang weit zurück. Eins, zwei, drei. Kia! Ein bisschen kann man mit dem rechten Bein die Entfernung schieben. Wer nicht ganz weit nach hinten kommt, weil die Wand schon da ist, abrollen. Yoksudo schon merkt, dass er hier zu nah dran ist, zieht ein bisschen das Bein. Kia! Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Nach vorne geht drei. Kia! Eins, abräumen, zwei. Vorne gehen in den Chongul. Yoksudo. Ein bisschen anziehen. Kia! Toyochaki. Hana. Tool. Set. Kia! Hana. Tool. Set. Nach vorn gehen. Kia! Ich zeige die Technik einmal nach rechts und dann noch einmal nach links. Chumi. Linke Bein geht zurück, weit zurück, rechte Hand holt unten aus. Block. Wir räumen mit dem rechten Bein ab. Wir gehen mit dem rechten Bein vor und ziehen die linke Hand in Handkante Yoksudo. Das Bein ein bisschen anziehen, Nummer 4 ist der Kick. Chumi. Weit nach hinten. 1. Abräumen. 2. Vorgehen. 3. Ein bisschen anziehen. Kick 4. Chumi. 1. 2. 3. Anziehen. 4. Kehr. 1. 2. 3, 4, Kehr! Ja, wenn man das Bein anzieht, kann man ganz gut verhindern, dass man nach vorne geschrankt war oder auf den Tisch kommt. 1, 2, 3, 4, Kehr! 1, 2, beide Hände ziehen. Fauststoß nach hinten, Yoksudo nach vorne. Noch einmal, Block. Die Faust anziehen. Yoksudo. Kia! Noch einmal. Eins. Zwei. Jetzt gehen beide Hände. Block anziehen. Hack vorziehen. Und Kia! Noch einmal. Hana. Tool. Set. Net. Noch einmal. Hana. Tool. Hand anziehen. Und die Handkante nach vorn ziehen, Innenhand. Set. Net. Noch einmal. Hana. Tool. Block nach hinten ziehen, Handkante nach vorne. Dabei geht man nach vor. Bein anziehen. Toll, Chucky. Chumbi. Noch einmal. Eins. Zwei. Block anziehen. Yoksudo nach vorne. Torture! Eins, zwei, drei, anziehen, Kia! Auf die Ausgangsposition, nach hinten. Eins, zwei, mit Schwung, drei, Kia! Eins, zwei, drei, Kia!
einmal noch in die andere Richtung gezeigt, nach links. Ausholen. Weit nach hinten. Eins. Zwei. Nach vorn gehen. Beide Arme ziehen. Drei. Anziehen. Kehr. Jumi. Hanna. Tool. Set. Kia! Hanna. Tool. Set. Net. Kia! Hanna, Tool, Set, Net. Kia! Up, Hanna, Tool, Set, Net. Kia! Hanna, Tool, Set, Net. Kia! Ja, sehen, dass ihr den Fuß anzieht, sonst landet ihr weit vorne. Hanna, Tool, Set, Net. Kia! Up! Kia! Paar. Ilgoteion Technik Nummer 3 ist folgende. Ihr geht nach hinten und holt dabei aus. Doppelhandkante. Ihr rollt mit dem vorderen Bein wieder den Faustschluss an. Nehmt das hintere Bein vor. Zieht selbe Seite Handkante. Rechtes Bein oben, rechte Hand oben. Standbein drehen. Yapchaki. Kia! Und stehen. Noch einmal. Rechts doppelten Handkantenblock ausholen. Hanna. Abräumen. Tool. Nach vorn gehen. Sulu. Bein drehen. Yapchaki. Kia! Und an. Noch einmal. Hinten Block ausholen. Nach hinten gehen. Hanna. Abräumen, Tool. Rechte Bein zieht vor, rechte Hand kann. Ha, set. Yopchagi. Kip. Und stehen. Noch einmal, ausholen. Eins. Abräumen. Zwei. Rechte Bein, rechte Hand gehen. Drei. Standbein drehen. Kip. Vier. Noch einmal. Ausholen, hinten rechts. Gehen, hinten rechts. Eins. Vordere Bein holt aus. Zwei. Und räumt ab. Hintere Bein geht hoch. Rechte Hand geht hoch. Drei. Standbein drehen. Hier. Und stehen. Chumi. Ausholen. Hanna. Tool. Set. Hier. Und stehen. Hanna. Tool. Set. Hier. Nett. Zwei noch. Jimmy, Hanna, Tool, Set, Kia, Net. Und zum Schluss, Hanna, Tool, Set, Net, Kia. Und stehen. Check. Ich zeige die Technik jetzt, wie immer, einmal nach rechts gedreht und einmal nach links gedreht. Voran. Check. Stehe, wie man sehen kann, also in der Mitte. Wir gehen nach hinten und holen aus. Hanna. Wenn man hier sieht, die Hände gehen dann noch ein Stück über das Fußmaß hinaus. Also passt mit den Händen auf. Ziehen. Eins. Abräumen. Zwei. Vordrehen. Handkante. Drei. Yapchaki. Vier. Vier. Noch einmal. Eins. Abräumen. Zwei. Gehen. Handkante. Yapchaki. Kia. Drei. Noch einmal. Jumbi. Eins. Zwei. Drei. Kia. Jumbi. Hanna. Tool. Set. Net. Und Jumi, Hanna, Tool, Set, Kia! Jumi, Hanna, Tool, Set, Net, Kia! Und Jumi, Hanna, Tool, Set, Kia! Jumi, Hanna, Tool, Set, Net, Kia! Jumi, ein letztes Mal.
Hanna, tun, set, net, kia und stehen. Wir gehen jetzt nach links. Ich zeige es in die Richtung auch noch einmal. Child, nach hinten gehen, hinten ausholen. Hanna, abräumen, tun, gehen, set, yap, chagi, kia, net und stehen. Tschüss. Hanna, tun, set, kia, net. Chungi. Hanna, tun, set, kia. Chungi. Hanna, tun, set, kia. Und dann haben wir die Seite theoretisch sogar gewechselt. Noch einmal. Hanna, abräumen, tun. Set. Kia. Chumi. Hanna. Gewicht muss hinten sein. Dann kann man leichter abholen. Tool. Set. Kia. Ein letztes Mal. Hanna. Tool. Set. Kia. Und Chai. Und Chai. Zum Schluss nun alle drei elementären Techniken hintereinander ausgeführt. Ausgangsposition. Chumbi. Technik 1. Kia! Ausgangsposition. Chumbi. Technik 2. Kia! Und Technik 3. Kia! Chumbi. Noch einmal. 1. Kia! Kia. Technik 3. Kia. 1, 2, 3. Jimmy. Kia. Kia. Jimmy. Noch einmal. 1, 2, 3. Techniken, Elbotern, die ich für die nächste Prüfung voraussetze. Und damit ist die Trainingsübungssitzung für heute beendet. Wir haben angefangen mit den Teilübungen aus der dritten Chong, haben dann weitergemacht mit den Basistechniken, sind zum Fersendrehschlag gekommen, den ihr mit viel Vorsicht zu Hause üben könnt. 2 Meter nach vorn sollte man also schon haben. Seht also dazu, dass ihr wirklich weit nach hinten geht. Zum Schluss die drei Techniken des Elbotern. Auch da muss man mit dem Abstand gut haushalten. Seid also sehr vorsichtig, aber mit ungefähr 2 mal 2 Metern klappt das gut. Ich wünsche viel Erfolg bei Fragen und Anmerkungen, eine kleine Nachricht oder einen Kommentar und ich beantworte die Fragen gerne. Viel Erfolg, bis dann. Bleib hin. Ciao. Ihnen.